Was ist bei den Bilderbergern los? Also, du warst da. Beschäftigt die Hip-Hopper Bilderberg so? Ja. Echt? Ja, voll Verschwörungstheorien. Ich glaube, für den Hip-Hopper ist das so ziemlich die langweiligste Veranstaltung, die es gibt. Vielen Dank, dass ihr beide hier in das Format mitkommt. Das Du ist schon geklärt worden. Das hast du, glaube ich, als älterer. Ich habe es angeboten, ja. Genau, sehr war schön. War das so? Markus. Jens. Sehr schön. Mein Name ist Nico und ich freue mich sehr, dass wir zusammenkommen können, um auch hier ein bisschen über Politik zu reden, aus Sicht, Format heißt Straßenwahl, vielleicht so ein kleines bisschen der Straße. Die erste Frage, die am Anfang nochmal kommen soll, ist, weil ich hoffe, ihr voneinander noch nicht so viel wisst, was weißt du über Markus Steiger? Ehrlicherweise, seinen Vor- und seinen Nachnamen. Ein bisschen über die Geschichte gehört, was er bisher so gemacht hat? Nee, ich bin in der Szene sozusagen nicht wirklich tief verankert. Mein Freund hört zu Hause immer Schlager. Das ist vielleicht ein bisschen, weiß nicht, fällt das unter Artverwandt eher nicht. Und deswegen weiß ich ehrlicherweise wenig und habe dabei die Chance, jetzt auch noch was zu lernen. Ja, mittlerweile ist Schlager auf jeden Fall Artverwandt mit Rap. Weil? Weil die Texte sich immer mehr angleichen. Liegt das am Schlager oder am Rap? Es geht um Liebe, die Zukunft, Kopf hoch, Mut, Vertrauen. Ist doch schön. Wie lange machst du das schon, wenn es heißt Hohe Eminenz? Nein, ich mache es relativ lange. 97 habe ich ein Label gegründet, das relativ einflussreich war über 10 Jahre. Dann 2007 habe ich das Label mehr oder weniger dicht gemacht. Gab es dann aber immer noch, oder gibt's immer noch so mit dem Aftermath. Und mach dann aber auch so Hip-Hop-Journalismus und jetzt auch eine Radioshow. Mhm. Eine regelmäßige, solche Sachen. Kann man so zusammenfassen. Andersrum, was weißt du denn über Jens? Georg, mit Zweitnamen. Das stimmt. Ahaus, Münzeland, kommt her. Steinfurt kenne ich tatsächlich. Echt, warum? Ich kenne Altenberge. Echt, warum? Ja, weil die Schwester von meiner Ex-Frau aus Altenberge kommt. Ja, die kamen aus Münster, da sind nach Münster gezogen. Du hast eine ziemlich steile Karriere gemacht, also bist da schon relativ schnell, 2002, zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden, als Direktkandidat. Mhm. Da warst du sehr jung. Ja. Mit 18 oder was? Nee, mit 22. Also ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht nach der Schule. Und hatte eigentlich eher geplant, so eine BWL studieren, der Klassiker irgendwie. Weiß nicht, wäre ich jetzt in der Bank oder in der Unternehmensberatung, sonst was. Und hatte dann die Chance, als ich 21 war, aus meinem Hobby. Ich habe Politik als Hobby gemacht, also Stadtrat, Junge Union, mit Freunden. Aus meinem Hobby einen Beruf zu machen, weil bei uns in der Region halt die Frage war, wer kandidiert für uns in diesem Wahlkreis für die CDU. Das war eine neue Entscheidung, weil da jetzt keiner war, der schon seit längerem da sitzt sozusagen. Und da haben wir als Jüngere gesagt und ich auch, probier's doch mal. So eine Chance kommt so oft nicht wieder. Und dann findet der interne Wettkampf natürlich statt, aber es hat dann geklappt. Warum Junge Union? Also der Klassiker ist ja jetzt zu sagen, ich habe die Programme gelesen und das fand ich am besten, aber das ist ehrlicherweise Quatsch. Ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich glaube, das haben viele, wenn ich so mit 15, 16-Jährigen rede, frage immer, habt ihr so ein Bauchgefühl zumindest, ne? wer zu euch passen könnte, so Grüne, FDP, SPD, CDU. Ich hätte so ein Bauchgefühl, dass das passen könnte. War das vor deinem Coming Out? Das war ja zeitgleich mit dem Merken, dass ich auf Männer stehe, war die gleiche Zeit. Gleichzeitig gemerkt, ich stehe auf Männer und auf CDU. Ist das nicht verrückt? Jedenfalls habe ich dann eben das mit Freunden angefangen in der Jungen Union. Ja, und dann hatte ich eben die Chance, oder hat die CDU vor Ort uns Jüngeren die Chance gegeben, auch schnell mitzumischen. Also wir mit 19 im Stadtrat. Wir konnten da Projekte wie Nachtbus, dass du mal nach Münster in die Stadt zum Party kommst und auch zurück, ein offenes Jugendcafé oder so halt durchsetzen. Und da habe ich einfach gemerkt, das macht mir Spaß, öffentlich zu diskutieren. Jetzt bist du jetzt Staatssekretär. Mhm. Was macht man? Kein Mensch weiß, was Staatssekretär macht, stell ich mal fest. Also einfach formuliert ist das der Stellvertreter des Ministers. Also ist schon richtig Top-Position.
Ne, also ich mache es deswegen gerne auch, weil Wolfgang Schäuble ja als Finanzminister sozusagen mein Minister ist, für den ich eben im Parlament Rede und Antwort stehe, ihn vertrete oder in der Öffentlichkeit, vor allem für Themen, wo es eben um wofür geben wir das Geld aus im Haushalt geht und um Euro und Europa. Nicht so viel, ja. Im Moment, nicht so viel ausgeben. Im Moment haben wir eine gute Situation. Wir haben 45 Jahre lang jedes Jahr Schulden gemacht. Und das haben wir 2014 endlich beenden können. Und seitdem jetzt 4-5 Jahre ohne neue Schulden. Und das ist schon eine schöne Zeit für mich, in der Zeit im Finanzministerium zu sein und eben mit Wolfgang Schäuble das machen zu können. Schon gut. Ist das dieses berühmte Gürtel enger schnallen? Nee, es ist ja im Moment eher das Gegenteil. Also wir haben ja, weil die Wirtschaft gut läuft, weil viele neue Jobs entstanden sind, ja auch hier in Berlin so ein bisschen was in Gang kommt, woanders auch, gerade so viel Steuereinnahmen wie noch nie. Manchmal haben wir eher zu viel Geld als zu wenig. Das ist aber auch schnell dann immer verplant. Also Gürtel enger schnallen ist, glaube ich, Deutschland die letzten Jahre ja eher nicht gewesen, sondern wir haben in vielen Bereichen, ob Soziales ist, Straße, Infrastruktur, eher mehr ausgegeben als weniger. Und trotzdem keine Schulden. Schulen auch, Bildung auch. Allerdings ist Schulen eben vor allem zuständig. Das ist immer der Klassiker, die Politik. Ich bin nicht zuständig, die Länder. Ist auch so. Ich finde es aber auch, wenn man vergleicht, wenn ich Schulen bei mir daheim anschaue im Münsterland und manche Schule hier in Berlin, siehst schon, dass Schulen halt unterschiedlich gut in Schuss sein können, ne? In dem, was so ein Land da macht. Aber wir haben jetzt sogar gesagt, wir wollen nicht nur Schulen in Ruanda und Botswana renovieren, was wir tun können als Bund, machen wir ja Entwicklungshilfe, sondern auch in Bottrop und Berlin. Und deswegen gibt es gerade sogar 3,5 Milliarden für Schulen vom Bund. Ist das nicht so wirtschaftliche Zusammenarbeit? Heißt das noch Entwicklungshilfe? Das heißt Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit, ja, okay. Genau. Ich dachte, das müssen wir jetzt noch... Netter sagen. Nein, wir machen da auch so viel, das kriegen ja auch viele nicht mit. Wir haben zum Beispiel die Ausgaben in der Entwicklungshilfe und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wahnsinnig hochgefallen in den letzten Jahren. Warum? Weil wir gelernt haben, in der Krise mit den Flüchtlingen ist es besser, vor Ort zu helfen, weil man auch dann mit einem Dollar, einem Euro viel mehr erreichen kann, als wenn erstmal alle sich auch auf einen leidvollen Weg machen. Und wir haben echt gelernt, wir geben deutlich mehr an Unterstützung. Und auch deutlich schneller. Ich habe da so ein schönes Programm aufgelegt, so Compact. Compact with Africa, so schön in Englisch. Das ist aus eurem, genau. Aus eurem Ministerium. Genau. Mit so Fonds. Dieser Fonds, ich habe es mal aufgeschrieben. Was hast du denn für Fonds gefunden? Ich weiß gar nicht. Das ist dieses Ding, was in Africa Agriculture Trade Investment, AATIF, sitzt in Luxemburg. Den kenne ich jetzt ehrlicherweise nicht. Wirklich? Das ist der größte. Ja, aber das ist doch im Zweifel. Ist der von der Deutschen Bank? Was haben wir denn mit der Deutschen Bank zu tun? Dass die Bundesregierung stützt das mit Steuerzahlungen. An diesen Fonds? Ja. Also wenn du Anleger bist, also so funktioniert es, wenn du Anleger bist, dann kannst du die Rendite einstreichen. Wenn du Verluste machst, springt die Bundesregierung ein. Dies kenne ich jetzt nicht, das Modell steht dahinter hier. Ist aber auch nicht die eigentliche Idee. Unsere eigentliche Idee ist mit den Partnern vor Ort. Mit den Ländern Projekte zu identifizieren und vor allem mitzuhelfen, dass halt vor Ort kleine Bauern, kleine Unternehmer die Chance haben, überhaupt mal Zugang zu haben zu einem kleinen Kredit. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen eingreifen, damit man sich in einem Thema so festbeißen, weil ich merke schon, da wird es sehr detailreich. Was mir in der Recherche aufgefallen ist, also ich kenne Markus Steiger jetzt schon viele Jahre und das, was er macht, da war viel dabei, was auch durch die Lautstärke seiner Aussagen funktioniert hat und dadurch für Resonanz gesorgt hat. Das ist vielleicht auch ein Stilmittel, das Hip-Hop so an sich hat. Mhm. Jetzt ist mir ebenfalls bei dir aufgefallen, dass du auch schon sehr dazu neigst, klare, deutliche Aussagen zu treffen, die so viele Ecken und Kanten haben, dass die Leute sofort darauf anspringen. Du nimmst auch tatsächlich wahr, was er so... Oder hast du es in der Recherche so ein kleines bisschen gesehen, was er so getwittert oder geschrieben hat? Was denkst du darüber? Achso, ja, diese Lidl-Geschichte. Mhm. Da warst du ja in der Twitter-Front ganz vorne mit dabei. Mhm. Hast du denn verstanden, warum? Weil die das Kreuz wegretuschiert haben. Und du meinst, die haben das wegretuschiert, damit sie auch an Moslems verkaufen das können? Das meine ich oder? Nicht nur, das haben sie ja selber gesagt. Sie haben ja gesagt, um niemanden von den potenziellen Kunden zu irritieren und in seinen religiösen Gefühlen zu verletzen, hat man halt von diesem griechischen Landschaftsbild die Kreuze wegretuschiert. Und das halte ich mit Verlaub für Gaga.
Also wenn da eine Landschaft ist, wo Kreuze stehen, dann fange ich nicht an, irgendwas rumzuretuschieren. Und wer daran sich verstoßen fühlt, dass da ein Kreuz auf dem Bild ist, der soll dann halt woanders einkaufen. Aber das ist für mich nicht, also das wird ja dann verkauft nach dem Motto, wir wollen Vielfalt und wir wollen offen sein und wir sind möglichst ansprechbar für alle. Aber wer sich nicht mal seiner selbst irgendwie ein bisschen bewusst ist, und so ein Landschaftsbild in Griechenland hat ja mit Grund ein Kreuz drauf, weil es irgendwas mit unserer Geschichte und Kultur zu tun hat, finde ich, ist dann eine Form von eher Selbstverzwergung und selbst in Frage stellen, das auch nicht attraktiv macht. Also wer selbst immer an sich zweifelt. Was glaubst du, warum die das gemacht haben? Also weil sie anscheinend glaubten, so waren ja die ersten Äußerungen von Lidl, weil sie anscheinend glaubten, sie könnten die religiösen Gefühle von irgendjemandem verletzen. Aber die wollen ja mehr verkaufen. Mir ist ja schön, aber es macht es ja nicht besser. Also mich ärgert es jedenfalls, wenn man so im voraushaltenden Gehorsam schon mal alles wegräumt. Ich habe nichts dagegen, wenn man Moscheen in Berlin stehen, aber andersrum müssen wir deswegen jetzt nicht alle Kreuze wegretuschieren, oder? Also Toleranz und Vielfalt heißt doch am Ende gegenseitiges Verständnis und nicht gegenseitiges Wegretuschieren. Aber merkt ihr in Syrien auch Kreuze auf den Kirchen? Das stimmt. Übrigens. In den Kirchen gibt es die überall. Ja. Gibt einige es gibt auch Christen übrigens. Es gibt auch Christen in Syrien, die es im Moment sehr, sehr schwer haben. Weil die Christen warst sind. Warst du mal in Syrien? Ich war in Syrien, war ich nicht. Aber du warst in Syrien, ich war ne? In Syrien. Ich war nur mal im Flüchtlingscamp in Nordjordanien, direkt an der syrischen Grenze, aber rüber ging halt nicht aus Sicherheitsgründen. Aber man hat da schon einen Eindruck sozusagen davon, wie es regional ausschaut und natürlich. Was das bedeutet, wenn Hunderttausende ihre Heimat verlieren und eine neue Unterkunft suchen. Was sollte man machen? Assad wegbomben? Naja, wir machen Putin was dagegen. Naja, die Frage ist doch, was ist dieses Dilemma? Einerseits sagen wir immer, reingehen, siehe Irak, siehe Afghanistan. Ging nicht gut aus. Ging zu oft nicht gut aus. Ja, in Jugoslawien. Ging auch nicht erste, gut aus. Immer natürlich, so natürlich ging es gut aus. Jetzt schau dir mal die Situation, was in meinem Kopf, da war ich jetzt öfter allerdings. Kosovo, die ganze Bereich. Immer. Ja, aber du musst doch mal schauen. Da war Völkermord. Die haben sich gegenseitig abgeschlachtet nach dem Zerfall Jugoslawiens. Aus meistens religiösen Gründen. Da lernst du ja, ich meine, eine Flugstunde von hier haben sich Christen, Muslims und zum Teil Orthodoxe gegenseitig umgebracht, nur wegen unterschiedlichen Glaubens und zwar nicht irgendwo ganz weit weg, sondern vor uns vor der Haustür. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, also ich war jetzt nicht beteiligt, aber Deutschland mit anderen Europäern und die NATO, wir beenden dieses Massaker, indem wir Milosevic zum Beispiel, das war der erste Einsatz von deutschen Tornados sozusagen nach dem Krieg, mit der NATO zusammen, indem wir den tatsächlich da rausbomben und ihn zwingen, das zu beenden. Das ist die moralische Frage. Durften unsere Soldaten Gewalt anwenden, auch in einem Gebiet, wo deutsche Soldaten mal viel Unheil angerichtet haben im Zweiten Weltkrieg, um im Völkermord das Abschlachten von anderen und gegenseitig zu beenden? Und ich finde, wir haben die Mehrheit jedenfalls hat richtigerweise gesagt, ja, das sollten wir tun. Und bei Syrien, wenn ich die Bilder sehe von Kindern. Ich habe da immer das Problem, das ist halt immer Kriegspropaganda und Bilder von Kindern werden immer ausgegraben. Also, sei jetzt mal dahingestellt. Also, wir sollten eine Flugstunde von hier zugucken, wie Leute sich gegenseitig. Ich finde, wir sollten keine Waffen liefern, damit die sich abknallen können. Also, ich meine, die morden ja gerne mal mit deutschen Waffen. Jetzt unterstellen wir mal, wir hätten null Waffen geliefert. Ja. Und ja, dann wären die mit Hämmern aufeinander losgegangen, wäre immer noch. Weil niemand anders ihnen Waffen gebracht hat. Ist immer noch besser als Streubomben. Ist so. Na, ach, das ist dieses Argument, wenn ich nicht Heroin verkaufe, tut es jemand anders. Völlig anders, ich will ganz woanders hin. Okay. Angenommen, wir hätten jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob wir jemals überhaupt in die Region, ich glaube es nämlich nicht, überhaupt Waffen geliefert haben. Aber unabhängig davon, jetzt nehmen wir Jugoslawien, irgendwas in Jugoslawien. Eine Flugstunde von hier. Bringen sich Menschen gegenseitig um, aus blindem Hass wegen Religion. Gucken wir zu. Ist das eine verantwortungsvolle Darf ich da einen Einwand? Habe ich nichts mehr zu tun, gucke ich zu. Darf ich da einen Einwand bringen? Weil ich war damals tatsächlich dann in Kroatien, kurz nach dieser Krajina-Offensive und so. Und ich habe da Leute gesehen, die haben, das war wirklich ein sehr rührender Moment. Das waren junge Menschen. Also erstens, ich habe sehr viele
Friedhöfe gesehen, wo sehr viele Leute in meinem Alter dann lagen. Die waren alle 71, 70, 68 geboren. Das hat mich schon sehr, sehr berührt. Und dann war da so ein Raum und dann entstanden all diese jungen Menschen. Und dann kam John Lennon und John Lennon mit Give Peace a Chance. Und das ist wirklich so. Darf ich ganz kurz zu Ende reden? Ja, klar. Ich meine, nur, das ist für so einen Westeuropäer natürlich so total abgeschmackt. Oh Gott, John Lennon. Aber die haben das mit so viel Inbrunst gesungen. Und ich behaupte. Ich habe da auch ganz Kaufhäuser gesehen mit Militaria-Artikeln, die sich die alle selber gekauft haben. Es ging immer nur um Geld. Es geht immer nur um Geld bei Krieg. Und es geht um große Kollektive, die aufeinander gehetzt werden. Was ändert das an dem Problem? Es bringen sich Menschen gegenseitig um. Und die Kernfrage ist, dass du mit mehr Krieg nicht Krieg beendest. Also dann heißt es ja, die Alternative heißt ja zugucken. Nee, keine klassisches, ja genau. Einfach. Wir haben vorletztes Jahr, nimm mal ein Beispiel. Man kann sich es einfach machen in Berlin, ich weiß gar nicht, welcher Stadtteil wir hier gerade sind, und sagen, Peace und John Lennon und alles super. Kann man machen. Konkrete Situation vor 2 Jahren. Da gibt es die Jesiden, die vom Islamischen Staat, von diesen Terroristen wirklich abgeschlachtet worden sind. Aus religiös-kulturellen Gründen. Die sind geflohen auf eine Anhöhe, auf die Gebirge. Und dann sind die Peschmerga die einzige Option. Nein. Jetzt warte doch mal, darf ich auch mal? Die einzige Option für die rauszuhauen. Weil wir sind ja nicht bereit, die rauszuhauen. Die haben gesagt: Okay, wir sind bereit. Aber ihr müsst uns schon ausrüsten dafür, dass wir uns selbst verteidigen können gegen diese Barbaren. Dann haben wir zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges, seit Bestehen der Bundesrepublik, Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert. Und am Ende hat es auch geholfen, die Jesiden zu befreien und vor dem sicheren Tod zu bewahren. So, jetzt kannst du natürlich in Mitte sitzen und sagen, habe ich nichts mit zu tun. Darf ich da eine oder Sache sagen, anmerken? Ich versuche da zu helfen. Da möchte ich gerne eine Sache anmerken. Es waren gar nicht die Peschmerga, sondern es war die EPG, die sie rausgehauen hat. Die EPG ist mit der PKK verbandelt und deren Flaggen sind zum Beispiel jetzt von der Bundesregierung verboten worden. Ja? Also die haben die rausgehauen. Selbst wenn das sind so, die anderen. Ja, aber es ändert doch alles das Thema nicht. Sorry, du gehst nein, ich bin ja für legitime Selbstverteidigung, ist ja überhaupt kein Problem. Die Frage ist, schaut man zu, wie Menschen abgeschlachtet werden? Oder hilft man ihnen zumindest mal, sich selbst zu verteidigen? Oder verteidigt man sie? Das ist die Frage, um die es geht. Nicht darum, ob John Lennon singt, sondern die konkrete Situation, sterben Menschen jetzt, weil es so ein paar Leute gibt auf der Welt, das fällt ja manchen schwer wahrzunehmen, die überzeugst du auch nicht durch Gespräche. Es gibt Menschen auf der Welt, da kannst du noch so lieb mit denen reden, die wollen trotzdem morden. Und dann ist die Frage, versuchen wir es dann weiter mit lieb reden? Oder ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, dann muss man halt also meine Theorie ist ja, wenn wir das Leben der Menschen weltweit einfach ein bisschen verbessern würden, durch ein anderes Wirtschaftssystem zum Beispiel, dann würden vielleicht noch 10% der Leute so irre sein und trotzdem psychopathisch irgendwelche anderen Leute abschlachten wollen. Aber ich glaube, der Grund, Was ändert das denn am Thema? Die 10% musst du trotzdem noch mit. Also wer glaubt, zum Beispiel die Terroristen des Islamischen Staates, die am Ende ja aus einer angeblichen, tatsächlichen Religionsübertragung, das ist Ideologie, das ist irgendwie, da kommst du auch mit Argumentation ja irgendwann nicht mehr. Aber du weißt schon, dass die Al-Qaida, also der Vorläufer vom IS, auch vom US-Geheimdienst aufgebaut wurde. Was ändert das denn? Das war doch immer durch die Einmischung des Westens. Das ist aber ein sehr einfaches Bild. Es ist doch kein einfaches Bild. Es ist doch einfach, guck mal, im Kampf gegen die Russen, gegen den Antisowjetismus wurde Al-Qaida mit aufgebaut. Sich selbst das Leben ein bisschen leicht machen, wenn immer die Amis alle schuld sind. Es gibt halt Menschen, die bringen andere Menschen um, nur weil sie anders sind als sie selbst. Etwa weil sie einen anderen Glauben haben. Und die kommst du halt nicht bei mit lass doch mal sein, peace for everybody, for everyone. Ich glaube, dass das Frage, Argument mit Kalaschnikow in der Hand natürlich stärker ist mit Peace. Nee, ich versuche das Gespräch an einer Stelle jetzt mal kurz ein bisschen. Die Frage ist ja halt nur, ob du dann sagst, okay, dann ist halt egal, oder ob du mithalten willst, dass es zumindest Strukturen gibt, die in der Lage sind, für Sicherheit für viele Millionen Menschen zu sorgen. Ist es gefährlich, wenn man mit Punkten zur Flüchtlingsfrage oder zu diesem gesamten Thema über Twitter und in 140 Zeichen oder sowas seine Aussagen tätigt? Warum? Weil die Kürze ja nicht, genau wie wir es hier merken, nicht automatisch die Tiefe der Problematik darstellt.
Das ist dann immer diese eine Schlagzeile. Das steht dran, was man in 140 Zeilen, also zum Beispiel das Wort von Joachim Gauck als Bundespräsident. Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Passt wahrscheinlich in 140 Zeichen, tippe ich jetzt mal. Und drückt eigentlich das ganze Dilemma und die ganze Grundthematik aus. War ein sehr kluger Satz, weil natürlich wollen wir helfen. Aber wir wissen eben auch, dass wir nicht jedem auf der Welt werden helfen können. Und schon gar nicht, indem Deutschland oder Europa kommt. So, und in diesem Dilemma befinden wir uns sozusagen individuell, jeder Einzelne. Und der Staat insgesamt auch. Und ich finde, sehr kompakt in einem Satz das Dilemma einer ganzen Debatte ausgedrückt geht. Siehst du dann aber Twitter als Instrument dann auch sinnvoll für Politik? Ach, Twitter oder ist Facebook. Das ist natürlich voll mit Shitstorm. Ich habe jetzt seit 10 Tagen irgendwie Shitstorm wegen englisch sprechender Kellner. Das ist dann irgendwie auch keine Diskussion mehr. Da lädt irgendwie, viele laden auch einfach dann irgendwie ihre Sprüchchen ab und ihre Bilder, die sie im Kopf haben. Twitter ist ja nur ein Medium. Also allein mit Twitter Politik machen wäre nicht gut. Auch nicht kommunizieren nur mit Twitter, das wäre mir zu wenig. Ich habe es viel lieber analog miteinander in der Diskussion. Aber zumindest auch Botschaften zu senden, ist das ein Instrument. Ja. Was mich eher irritiert, ist der Frust, mit dem offensichtlich einige zu Hause sitzen und nachts um 2 irgendwie ihren ganzen Hass da reinhacken. Und dann bei mir auf der Facebook-Seite hinterlassen. Muss man einfach nicht lesen. Den mache ich auch weitestgehend nicht mehr. Aber trotzdem frage ich mich, was sind das für Leute? Ich muss, glaube ich, schon die letzte Frage stellen, weil ich gehört habe, dass wir ein bisschen in Zeitverzug sind. Eine kurze Frage hätte ich noch, weil das die Hip-Hop-Gemeinde interessiert. Ja, die sind so auf Verschwörungstheorien. Was ist bei den Bilderbergern los? Also, du warst da. Beschäftigt die Hip-Hopper Bilderberg so? Ja. Echt? Ja, voll Verschwörungstheorien. Ich glaube, für den Hip-Hopper ist richtig das so ziemlich die langweiligste Veranstaltung, die es gibt. Ja, aber was passiert da? Also Bilderberg ist ein Treffen von 100, 120 Menschen aus Nordamerika, Europa, gegründet worden mal aus dem niederländischen Königshaus. Also niederländisches Königshaus und Weltregierung passt jetzt auch nicht so richtig zusammen, assoziativ für mich jedenfalls nicht. Und wir haben von morgens 8 bis abends 10 Uhr diskutiert. Mehr nicht. Über? Wir haben da Diskussionen gehabt zur Digitalisierung, Verhältnis zu China, was passiert in den USA mit Trump, was passiert in der Europäischen Union mit Brexit. Also mit klugen Leuten, 2,5 Tage, glaube ich, waren es, einfach diskutieren. Mehr ist da nicht passiert. Also ich habe jedenfalls nicht teilgenommen an irgendwas, wo war irgendwas, also dass die Aliens in 10 Jahren, war ich nicht dabei. Ich war nur dabei bei Diskussionsrunden, wo es um diese Themen ging. Andere Frage habe ich auch noch. Ich habe Steuerprobleme. Ja. Kannst du mir eine Steuersoftware empfehlen? Nee, wenn du Probleme hast, gehst du besser zum Steuerberater an der Stelle. Was zum Teil es gibt, sind digitale Angebote, die dir helfen, deine Steuererklärung leichter zu machen. Hast du da einen Vorschlag? Da gibt es viele, die was Gutes anbieten. Dann steige ich mit. Aber ist es von Vorteil, wenn man im Finanzministerium arbeitet und eine Steuerberatungssoftwarefirma? Da kommt jetzt noch ein Verb, eine Steuerberatungssoftwarefirma. Mit einsteigt, finanziert. Was bist du? Teilhaber. Ich bin jetzt auf dem Weg, gerade nicht mehr zu sein, war Gesellschafter mit 1%. Das ist nicht viel. Nee, ist nicht viel. Mit 15.000 Euro in einem Startup. Der hat 1-2 Mann. Ich wollte einfach mal bei einem Wagniskapital-Investment mitmachen. Die Debatten die letzten Tage hat ja der ein oder andere mitbekommen. Nervt. Im Zweifel hätte ich es schlauer machen sollen, in einem anderen Geschäftsmodell zu investieren. Rap! Rap, gibt's da Startups? Ey, Kollege, der hat Fitnessprogramme und so weiter für Muskelaufbau, kann man bestimmt einsteigen. Rap und Muskelaufbau ist jetzt gleich das Richtung. Ist eine Einheit. Eine letzte Einheit. Frage zu so, meiner jetzt. Seite. Ja. Warum muss man wählen gehen? Allgemein gesprochen, nicht die CDU. Man muss nicht wählen gehen, man sollte wählen gehen, weil erstens mal gibt es nicht viele Länder auf der Welt, es werden eher weniger als mehr, wo du selbst entscheiden kannst, zusammen mit den anderen im Land, wer dich regieren soll, wo du eine Meinung frei sein kannst und wo du eben am Ende Möglichkeit hast, Einfluss zu nehmen. Also in Nordkorea, China, Russland, Türkei gehen Menschen gerade ins Gefängnis dafür, ihre Meinung sagen zu wollen und zu entscheiden, wer sie regiert. In Deutschland muss man nur 18 werden. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Recht, selbst zu entscheiden, wer einen regieren soll. Deswegen allein sollte man es machen. Man kann sagen, interessiert mich alles nicht, finde ich doof, finde ich öd, habe ich nichts mit zu tun. Aber dann schmeißt man ein Stück der eigenen Zukunft weg, weil eben viele Themen, bis hin zum Rap selbst,
im Zweifel immer auch ein bisschen Rahmen brauchen, der von Politik gesetzt wird. Und die Frage an dich, würdest du wählen gehen? Nein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich jeden Tag politisch engagiert und eigentlich fände ich es am besten, wenn die Menschen ihr tägliches und ihr örtliches Umfeld so bestimmen, dass sie ein gutes Leben haben. Hast du denn schon mal gewählt? Ich? Ja. Nie. Noch nie? Noch nie. Und verlässt dich drauf, dass die anderen es machen? Ey. Nee. Ich engagiere mich ja politisch. Was machst du denn, wenn jetzt zum Beispiel nur AfD-Wähler wählen gehen? Und dann gehe ich in den Untergrund. Dann muss man sich bewaffnen. Aber dann hättest du legitime Selbstbewaffnung. Dann hättest du dir doch viel Mühe ersparen können mit Untergrund, wenn du einfach nur wenn du dir einfach 2 Minuten Zeit gegönnt hättest an so einem Sonntag, kannst du auch 17.50 Uhr machen und wählen gegangen wärst. Wäre doch viel leichter. Briefwahl, dann musst du doch nicht mal aus der Hand. Ist doch viel leichter, als nachher in den Untergrund zu gehen. Ja, manchmal muss man die Dinge vielleicht verschärfen. Vielleicht muss man sie auch einfach nur nutzen. Vielen Dank. Dankeschön für dieses Gespräch. Gerne. Jetzt kenne ich immer noch keinen Song von dir. Ich habe ja selber nicht gerappt. Über nicht einmal? Doch, ich habe gerappt, aber ich konnte das nicht.